Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt tut es mir wirklich leid, dass ich alle noch mal richtig anstrengen muss. Aber was wir gerade gehört haben, das ist ungefähr so, als wenn Sie ein, als wenn Sie ein 2-Meter-Problem hätten. Und dann kriegen Sie einen Vortrag im Parlament und dann merken Sie, der Lösungsansatz ist nicht so lang. Der ist auch nicht so lang, der ist auch nicht so lang, der ist auch nicht so lang und der ist auch nicht so lang. Es genügt ein viel kleinerer Zollstock. Sie sehen, es ist einfach mit der AfD kein Blumentopf zu gewinnen. Aber ich will wenigstens, das muss man sagen, es gibt ja Anträge, die wir jetzt natürlich nicht zustimmen, aber CDU, CSU, Grüne, Linke, FDP und wir strengen uns richtig an, dieses komplizierte Thema zu bearbeiten. Klar braucht es Mehrheiten in Europa, ist richtig kompliziert. Die Staaten haben einen gewissen Wettbewerb, das macht es noch komplizierter. Und bisher war alles ganz einfach. Sie haben eine Betriebsstätte, die können Sie anfassen, die ist dinglich, physisch vorhanden, da fällt die Steuer an. Aber ein digitales Unternehmen, das kann eben am Markt aktiv sein, ohne jede physische Präsenz. Praktisch ubiquitär in der Welt, überall in der Welt. Und das macht natürlich ein großes Problem, wenn sich ja keine Betriebsstätte mehr finden lässt. Und deshalb ist es auch gar nicht ganz so leicht, die Steuer da festzusetzen, weil die Steuer natürlich immer gerade dort erhoben werden soll, wo der Gewinn schon gerade nicht mehr ist. Also das ist ein gewisses großes Problem. Deshalb müssen wir unser Steuersystem fortentwickeln. Jeder kennt die Projekte der OECD, Riesensteuerkomplex, der dort angegangen wird, 15 große Kapitel, und da sind wir auch schon sehr weit gekommen. Die Kommission hat jetzt gemerkt, dass man mit diesem komplexen System nicht schnell genug fertig wird und hat deshalb eine Zwischenlösung erarbeitet, nämlich die digitale Steuer. Und die ist richtig klug, weil die nämlich sozusagen bei den Erträgen ansetzt im Online-Werbehandel, die setzt bei den Erträgen an bei Vermittlungsgeschäften, die setzt bei Erträgen an beim Verkauf von Daten. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist eigentlich sehr klug. Jetzt fand aber diese Sache keine Mehrheit. Und jetzt eine kleine Bemerkung zu einer Rede von Franziska Brandner um 21.47 Uhr. Die hat nämlich gesagt, diese Steuer hätte Olaf Scholz blockiert. Und leider war das verkehrt. Und da will ich noch mal daran erinnern, dass die Einstimmigkeit tatsächlich durch Schweden, Irland, Finnland und Dänemark nicht gegeben war und nicht durch Deutschland. Also so viel gehört zur Gesamtwahrheit hinzu. Und wir wissen auch, dass die Probleme in dem Maß größer werden, in dem die Digitalisierung zunimmt. Denn wir haben nicht nur digitale Unternehmen, die wir nennen, die US-Unternehmen, Google und so weiter, sondern wir haben viele Unternehmen in der klassischen Industrie, von denen man gar nicht mehr genau wissen kann, ist das schon ein Digitalunternehmen, ist das ein Rechner auf Rädern oder immer noch ein Auto. Also das ist schon eine ganz komplizierte Angelegenheit. Da muss man schon eine kluge Idee haben. Jetzt gab es auch eine kluge Idee von Frankreich und Deutschland, sich dann noch mal darum zu kümmern, nämlich um die Mindestbesteuerung. Und die Mindestbesteuerung ist ein erster Ansatz, der noch nicht alle Probleme löst, aber doch viele. Und 130 Staaten, genau genommen 129, beteiligen sich an diesem Prozess. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe, das zu machen. Und die hat zwei Komponenten. Einmal wird der Betriebsausgabenabzug dann versagt, wenn Leute ihre Gewinne in ein Niedrigsteuerland verlagern. Das passiert ja ganz oft durch Lizenzen, ne? Sie legen ein Patent in ein Nachbarland und dann überweisen sie den gesamten Gewinn als Lizenz in das Nachbarland, haben in dem Sitzland keinen Gewinn mehr, aber auf diesen null Gewinn zahlen sie korrekt 30% Steuern und das ist relativ wenig im Steuertopf. Es hat aber eine zweite Komponente und die ist ganz raffiniert. Wenn ein IT-Unternehmen zum Beispiel an einer ausländischen Tochter beteiligt ist und in dieser ausländischen Tochter werden nur 2% bezahlt, dann hat man die Möglichkeit, im eigenen Land zu schauen, wie hoch ist der Durchschnittssteuersatz, sagen wir mal 15%. Meine Gewinne im Nachbarland, in der Tochter, werden nur mit 2% besteuert. Dann darf ich in meinem Land schauen, ja 15 geht nicht, weil 2% im Nachbarland schon versteuert. Also 15 minus 2% darf ich im eigenen Land versteuern. Und das ist sehr klug, weil damit habe ich nämlich die absolute Minimierung der Steuer von internationalen Konzernen umgangen. Das Ding hat aber ein riesengroßes Problem. Ich kann zwar jetzt verhindern, dass sich ein Konzern auf Null rechnet, aber wenn dieser Konzern im eigenen Land keine Betriebsstätte hat, geht dieses Land leer aus.
Und dieses Problem haben wir noch nicht gelöst. Und deshalb wissen wir, die Welt ist komplex. Und deshalb müssen wir erneut über einen neuen Wertschöpfungsbegriff und einen neuen Betriebsstättenbegriff nachdenken. Und man muss jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Bisher haben wir gesagt, am Ort der Wertschöpfung findet die Steuer statt. Wenn Sie aber ein Datum bei Google abgeben, vielleicht Ihre Stammdaten, Name, Schuhgröße, Alter, aber auch Ihr Kaufverhalten zum Beispiel, wenn Sie etwas kaufen, dann sind Sie plötzlich als bisher gedachter Kunde der, der gewissermaßen die Wertschöpfung erzeugt, und zwar dort, wo Sie sind. Und das erfordert ein völlig neues Regime. Jetzt ahnt schon jeder die Schwierigkeit, dass nämlich ein Exportland wie Deutschland möglicherweise dabei nicht immer nur gut aussieht. Und genau in diesem Spannungsfeld sind wir. Und deshalb ist schnell zu erkennen, dass die Welt komplexer ist, als das möglicherweise so im Bierzelt dahergeredet ist. Und wir erkennen auch den Eigenwert der beiden Anträge. Die sind nämlich gar nicht so schlecht bezogen darauf, dass wir uns damit befassen. Aber bezogen auf die Entwicklung eines zukünftigen Steuerregimes muss man sagen, sie sind unterkomplex. Deshalb behandeln wir uns trotzdem. Deshalb befassen wir uns trotzdem damit, aber zustimmen können wir natürlich leider nicht, denn unterkomplexe Lösungen sind keine Lösungen. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Florian Tonka. Vielen Dank.